Es ist noch nicht fertig, denn das Abwasserungssystem wird nicht mehr funktionieren. Wissen Sie, dass bis jetzt es verboten ist, um eigene Wasser Brunnen zu bohren da. Noch immer. Und jetzt Turmkapelle. Schau mal gut hier, Anfang der Ersten Weltkrieg. Und das sehen Sie, all die Granaten einschlagen hier. Sie erkennen die Kirche, Sie erkennen den Weg hier. Also, da hat nichts mehr gelebt. Das ist das größte Sperrfeuer, das hat nichts in den Zweiten Weltkrieg gewesen, nicht in Vietnam. Also 4,5 Millionen Granaten. Hier haben Sie eine Detailaufnahme von der Kirche von Burgkapelle mit alles drum und dran. Wenn deutlich das Wasser hier steht, kommen wir gleich zu der Basis. Diese Straße, also das ist das Bauernhof, wo wir 2 Jahre gearbeitet haben. Diesen Weg, diese Straße, die Sie da gesehen haben, das ist diese Ecke hier. Diese Ecke finden Sie da auch zurück. Sie sehen, das ist das gleiche Landschaft. Also da sind Tausende von Leuten gestorben, Tieren gestorben. Und nach dem Ersten Weltkrieg hat die belgische Regierung, niemanden wohnte da noch, die waren alle tot. Kein einziger Bauer hat das überlebt, das sehen Sie. Dann hat man Leute aus Ostflandern, Limburg, gesagt, ihr könnt jetzt das Land haben, aber ihr müsst das selber wieder rekonstituieren. Und dann hat man schreckliche Situationen wie da bei unseren Bauern, da sehen Sie deutlich noch auf einem Postmarkt geschrieben, angemacht, und die Zeit gleich vor dem großen Bombardement. Also nicht schön. Wenn Sie in diese Informationen gehen und Sie wissen, was da passiert ist, zum Beispiel einige Häuser weiter, einige hunderte Meter weiter, gab es ein Haus, die Fabienne, wo man am ersten Stock kommt, also es ist kein Witz, was ich Ihnen erzähle. Und da saß regelmäßig ein verwundeter deutscher Soldat, der noch immer auf den Arzt gewartet hat. Solche Sachen, Space Clearing und so weiter, haben wir unternommen. Dann nach einigen Monaten war der Typ ja doch weg. Aber nur, um den Link zu legen zwischen Spiritualität und Informationsmedizin oder Informational Systems. Wir haben dann angefangen, das Wasser zu bearbeiten. Da war für jede Bauernhof, das nur ein Wasseranschluss, weil man keine Brunnen bohren darf, wegen der Chemie, die im Boden liegt. Sie werden auch keine Bäume mehr sehen, ne? Kaum Bäume. Die Wurzeln gehen zu tief, die Bäume zerstören. Nur Gras. Das sieht alles sehr healthy aus, sehr gesund aus. Ja? Wenn Sie das sehen, sagen Sie, das schön. Ist es nicht. Der Wasserzufuhr von dem Bauernhof war hier. Diese Seite. Und dann haben wir, Gabriel hat ein spezielles Programm entwickelt, wie man mit Vakuum, mit heiliger Geometrie, Sie wissen noch, Gerard hat Ihnen gestern die Sachen gezeigt. Ja, wissen Sie noch, wie das gelaufen ist? Die heilige Geometrie, in den Kursen reden wir sehr viel über heilige Geometrie, wir machen Proben, falls jemand interessiert sein würde, wir machen 14, 15, 16, 17 Jahre wach. Ein Kurs in diesem Raum über Technik mit Quarz zu arbeiten. Und dann bringen wir Pflanzen mit und ein EKG-Gerät. Und dann schließen wir das an den Pflanzen und ihr bringt ihr Quarz-Gerät mit, wenn ihr wollt. Und dann experimentieren wir mal mit Informationen auf den Pflanzen. Was passiert? Das ist ja ein von unseren schönen Beispielen.
Aber Gabriel hat das nötige gemacht, um die ganze Farm in anderthalb Jahren wieder voll gesund zu kriegen. Da werden keine Kalken mehr geboren mit Pfoten. Der Bauer hat wieder rechte Beine, die Bauerin auch. Die Schweine, da Sie sehen hier zwei Schweinestallen, da sind ungefähr 1500 Schweine drin. Wir hatten meistens wegen des versauten Wassers, nicht chemisch, man könnte chemisch nichts nachweisen, aber informativ, also wir haben die Informationen einfließen lassen, die wir gequert haben von der Vakuumenergie, sogenannte Energie, nein, via ein radionisches System und mentale Arbeit und Bewusstseinsarbeit, ja, wo wir in den 12 Dimensionen von Wirklichkeit direkt nach 8, 9, 10, 11 und 12 gehen, GAB, wie Heim das erklärt hat, Gott alleine bekannt. Durch den Informationsfeld, so haben wir das gemacht. Und wir werden Ihnen gerne die Techniken lernen. Aber anderthalb Jahre, ein Jahr und 8 Monaten, und da wird niemandem mehr schlimmes Kalken geboren. Die Säugen, Sie kommen an die anderen Markt? Die Ferkel, es gibt ungefähr 20% mehr Ferkel. Ja, 20% mehr Ferkel, die geboren werden, gesund. Früher war das also vor 2 Jahren. Haben die immer riesige Fieber gehabt, die Hälfte stirbt ab. Vier Totgeburten. Jetzt haben die alle pro Schwein doch 10, 12 statt 7 gesagt. Und das nur informativ auf Wasser gearbeitet. Wir haben nicht gearbeitet, auch wie hier Harmonisierung von den Bauern, die Bauern. Meine Güte, das war Peanuts gegen die Information, die da war. Und da sind natürlich andere Bauern, Hofer aus der Umgebung auf uns zugekommen, die haben dann auch andere Arbeit zu tun. Die haben das an einen Studenten von uns weitergeleitet und die machen das. Also, ich will noch eine Sache zeigen. Ich darf den Namen nicht nennen, aber es ist eine große Fabrik im Ruhrgebiet. Sehr großen Fabrikant, der unsere Hilfe gefragt hat, weil das einer von den größten Stahlproduzenten Europas. Stahlröhrenbau. Das fragen die nicht so. Nimm an der Luft. Das ist das Verwaltungsgebäude. Ich wollte gar nicht zutrauen und denken, dass das Verwaltungsgebäude von. Nein, ich sage es nicht. Und Sie sehen hier, das ist das erste Mal, was wir da kamen. Und hier war der Parkingort. Da sehen Sie schön, dass das da dunkel ist. Ja, also die das Büro, das hat so eine Disharmonie gehabt. Also Leute.